wie du Umfragen um die Welt schicken kannst, kostenfrei und auf Profi-Level in diesem Video. Also, wenn du Lehrer, Schüler oder Student bist oder einfach auf der Suche nach einem Umfragetool bist, nimm dir die 2 Minuten, Expertzone hat da was für dich. Hallo zusammen, Nico hier. Forms heißt das Tool, was ich meine, und ist direkt von Microsoft. Du musst nicht mal was installieren, das Ganze ist webbasiert. Los geht's. Es gibt Umfragen und Quizzes, zu dem Unterschied komme ich gleich noch, und dann gebe ich noch einen Hack mit dazu oder einen Tipp, wie du auch größere Datenmengen deiner Teilnehmer bequem einsammeln kannst. Lass mir doch aber erst kurz einen Like hier und abonniere Expertzone, da mit dem Glöckchen da unten rechts. Danke, wir freuen uns auf dich. Um eine Umfrage zu starten, klick auf Neues Formular. Hier gibst du der Umfrage einen Namen, darunter eine Beschreibung, wenn du möchtest. Und für eine erste Frage auf Neue Frage hinzufügen klicken. Ein Dialog fragt dich, was es denn werden soll. Eine Auswahl, Text, Bewertung oder eine Datumsabfrage. Und es gibt noch mehr. Lass mich dir einige davon zeigen. Ich nehme jetzt hier mal gleich das erste als Antwortmöglichkeit, die Auswahl. Hier oben kommt die Abfrage rein. Ist es Aussage 1 oder Aussage 2? Darunter die Antworten. Es ist 1, es ist 2 und hier rechts könntest du auch ein Bild dazu hochladen oder ein Video. Da kannst du noch bestimmen, ob mehrere Antworten anwählbar sein sollen und ob diese Frage vom Teilnehmer beantwortet werden muss, um weiterzukommen in der Umfrage. Das kann ja beides gewünscht sein. Nächster Antworttyp, Text. Du stellst deine Frage, dein Teilnehmer kann schreiben. Macht natürlich die Auswertung aufwendiger, ist ja aber manchmal wichtig. Dann haben wir noch die Bewertung, wo Teilnehmer einfach bis zu 5 Sterne abgeben können. Ein noch, das sogenannte Likert. Eine Frage oder Aussage mit mehreren Items darunter als Feedbackmöglichkeiten für deine Teilnehmer. Auch in diesem Fall kannst du ein Bild oder Video dazu nehmen. Es gibt noch mehr, aber das findest du am besten selber raus, wenn du es ausprobierst. Soweit so gut. Jetzt möchte ich sehen, was ich da rausschicke. Ich klicke auf Preview. So sieht's am Computer aus und so auf dem Smartphone. Und schon wärst du fertig. So, wie schickst du das jetzt los? Du kannst einfach einen Link nehmen und den per Mail oder per WhatsApp an deine Leute verteilen. QR-Code, iFrame oder von hier aus direkt deinen Outlook starten. Am Anfang hatte ich gesagt, es gibt Quiz und Umfragen. Was ist jetzt der Unterschied? Um es kurz zu halten, nur ein Beispiel. Der Teilnehmer eines Quizzes kann direkt im Anschluss angezeigt bekommen, welche Antwort richtig oder falsch war. Will man ja durchaus wissen, wenn man abgefragt wird. Und um das deinen Teilnehmern zu ermöglichen, machst du also ein Quiz, keine Umfrage. So, willst du dir die Ergebnisse angucken, sagen wir von einer Umfrage dieses Mal? Klick und voila. Hier die Anzahl der Antworten, die im Durchschnitt benötigte Zeit für die Antworten. Status aktiv bedeutet, deine Umfrage läuft noch. Die Leute können noch teilnehmen. Wenn du magst, kannst du das Ganze auch als Excel-Tabelle hier gleich runterladen. So, was machst du jetzt, wenn du mit deiner Umfrage auch gleich größere Datenmengen einsammeln möchtest? Sagen wir, du bist Dozent eines Videokurses und die Leute müssen was einreichen. 3 Minuten Full HD sind ja eben gleich mal 250 Megabyte. Das wird dein E-Mail-Postfach nicht mitmachen. Hier der Hack oder Tipp. Mache einfach aus einer Frage einen OneDrive-Link. Mit Microsoft 365 gibt es 1 Terabyte Cloud-Speicher pro Lizenz oder Person. Damit kannst du in eine deiner Fragen ganz einfach einen Link zu deinem Cloud-Speicher einsetzen. Und alle Teilnehmer können ihre Daten von dort gleich hochladen, auch vom Handy aus. Arbeitest du in einem Bereich, wo das für dich relevant werden könnte? Falls ja, lass mir unbedingt einen Kommentar hier. Ich wäre gespannt. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ciao.